Die Phoenix-Dokumentation, meine Damen und Herren, die bereichern das Profil unseres Senders. Sie sind bildstark, anspruchsvoll und innovativ. Sie liefern Hintergründe zu den aktuellen Ereignissen, setzen Schwerpunkte. Rund 12 Stunden wochentags und am Wochenende oft ganztags, da sendet Phoenix Zeitreisen, Porträts, Analysen und Reportagen. Und herausragende Dokumentationen, die zeichnet Phoenix seit 15 Jahren mit einem Dokumentarfilmpreis aus. Thema des ersten Preisträgers war Afghanistan. Und auch in diesem Jahr geht der Preis an einen Regisseur, der in seinem Debütfilm dieses Land zwischen Krisen und Hoffnung zeigt. Heute Abend wurde der Phoenix-Preis in Köln verliehen. Während die Amerikaner ihren Abzug aus Afghanistan vorbereiten, blickt der belgische Filmemacher Pieter Jan de Puy tief in das seit Jahrzehnten geschundene Land. Irgendwo in der schroffen Bergwelt des Pamirgebirges im Nordosten des Landes kontrollieren Jugendgangs die Handelsrouten. Sie verkaufen Sprengstoff, schmuggeln Opium, Waffen und Edelsteine. An seinem Debütfilm hat de Puy 7 Jahre lang gearbeitet, die Landessprache gelernt und monatelang mit den Kindern gesprochen. Trotz ihres Überlebenskampfes haben sie viele Träume und Ideen zu ihrer eigenen Zukunft und dazu, wie Afghanistan nach dem Abzug der Amerikaner aussehen könnte. Einmal traf ich einen Jungen, der mir erzählte, wenn die US-Truppen hier weg sind, dann werde ich der König von Afghanistan. Ich heirate die schönste Prinzessin und wir leben in einem Palast. Meine Freunde werden meine Leibgarde und beschützen uns. Diese kleine Geschichte wurde zum roten Faden meines Films. Um die Überlebensstrategien und die Träume der jungen Afghanen einzufangen, ist die Filmcrew großer Gefahr ausgesetzt und wird tatsächlich von Taliban-Kämpfern überfallen. Die Ausrüstung ist zerstört, das Produktionsgeld gestohlen. Im Jahr 2014 hatte ich verstanden, dass ich den Film nur fertig machen kann, wenn ich alleine zurückgehe und Afghanen zu einer Filmcrew ausbilde. Als Kameraassistent, als Tonmann, als Regieassistent und als Produktionsmanager. Und dass ich an jedem Drehort Leute brauche, die die lokalen Machtstrukturen wie den jeweiligen Ortskommandeur kennen und die auch die Sicherheitslage einschätzen können. Außerdem brauchte ich viel mehr Zeit und musste extrem flexibel sein. Nur ein Auto, wenig Ausrüstung, aber umso mehr Pläne, einen Plan A, D und F. Und wenn etwas nicht funktionierte, konnten wir sofort umschwenken. Pieter Jan de Puy inszeniert in großartigen poetischen Bildern, was die Jugendlichen ihm aus ihrem Leben erzählten und was er in Afghanistan vorgefunden hat. Fiktionales verwebt er nahtlos mit Dokumentarischem zu einer fast surreal anmutenden Erzählform. Weltpremiere hatte der Film bereits im Pamirgebirge. Sie haben nie verstanden, was wir machten. Und weil wir auf 16 mm drehten, konnten wir ihnen auch nichts zeigen. Es blieb alles sehr abstrakt und sie dachten wohl, wir würden ihr Leben nachstellen. Ich denke, es war wie ein Pfadfindercamp für sie. Vor 2 Wochen sind wir in die Berge von Pamir zurückgekehrt und haben aus Balken und einem weißen Tuch eine Art Leinwand zusammengezimmert. Wir hatten einen Projektor, einen Lautsprecher und einen Generator. Alle, die mitgemacht haben, kamen zusammen. Die Reaktionen waren einfach fantastisch. Sie klatschten, sie weinten und umarmten sich. Sie sahen, dass Ghulam Nasir, der Hauptprotagonist, wirklich mit seinem Pferd im Königspalast von Kabul eingeritten war und dass wir das nicht nur zum Spaß gesagt hatten. Er wurde ein richtiger Held.
Im Film ist er der Anführer der Bande. Im richtigen Leben ist er der Sohn eines Khan, eines Anführers. Durch den Film haben alle ihn noch mehr als den legitimen Nachfolger seines Vaters gesehen. Es war wirklich ein großartiges Erlebnis. Die drängenden Fragen nach der Zukunft Afghanistans kann der Film nicht beantworten. Aber er wirft ein fast magisches Schlaglicht auf die Erfindungskraft der Jugend und den unbeugsamen Überlebenswillen des Volkes im Land der Erleuchteten. Afghanistan, Land der Erleuchteten, der Phoenix Filmpreis 2016. Ab Dezember ist er in den Kinos, ein Must-See, wie wir finden.